Jo Leute, wie geht's euch? Mein Name ist Darkwest und heute mit einem neuen Video, und zwar heute zu FIFA 19. Und zwar heute mit einem Trick, wie ihr besser werdet, wie ihr euer Team verbessert und was ihr, auf was ihr achten müsst, wenn ihr mit eurem Team in Ultimate Team spielt. Und zwar gibt es da ein Ding, was ich euch heute erzählen will, und zwar geht es um eure Mittelfeldspieler, weil ich finde, das Mittelfeld in FIFA, vor allem in FIFA Ultimate Team, ist wirklich eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste in eurer ganzen Aufstellung. Weil ich denke, jeder von euch hat eine gute Abwehr, einen guten Sturm. Aber es ist eben das Mittelfeld, was immer für Lücken und für aufbrechende Abwehr und was weiß ich auch alles sorgt. Und ja, auf jeden Fall möchte ich euch heute sagen, was ihr beachten müsst, wenn ihr ein Mittelfeld zusammenstellt. Zum Beispiel, ihr habt zum Beispiel jetzt nur als Beispiel, ihr habt Kanté und Pogba als Sechser. Das Problem ist, Pogba hat eine Arbeitsrate von hoch und mittel, das heißt, er ist hoch im Angriff und defensiv ist er leider mittel. Das heißt, er geht weiter nach vorne, er zieht sich weiter nach vorne und ihr habt dann nur noch Kanté hinten drin als Sechser und sozusagen habt ihr nur noch Kanté hinten als Sechser und der muss für euch das Mittelfeld stabil halten. Und das ist das Problem in FIFA 19, weil es gibt sehr, sehr viele Teams, die sehr gut auf Papier aussehen, auf dem Papier sehen sie wirklich sehr gut aus. Ihr habt Pogba, ihr habt Kanté, ihr habt, was weiß ich, so gute Spieler. Aber das Problem ist, ihr könnt nicht mit dem Team gut spielen. Das Team lässt sich einfach nicht gut spielen. Und das ist das Problem. War schon immer so in FIFA, in Ultimate Team. Und in FIFA 19, denke ich, ist es noch richtig heftiger geworden als in FIFA 18, 17. Und deshalb kann ich euch den Tipp geben, wenn ihr ein Team aufbauen wollt und zum Beispiel das 4-1-2-1-2 spielt, das 4-2-3-1, und so weiter, dann müsst ihr darauf achten, wirklich, dass eure zwei Sechser die Arbeitsrate Angriff mittel haben und Verteidigung hoch. Das heißt, damit die hinten stehen. Zum Beispiel hier wie Idrissa Gueye, den ich hier im Hintergrund habe. Oder beispielsweise Ndidi, Wilfried Ndidi zum Beispiel. Er hat mittel hoch und ich merke es bei ihm wirklich, er bleibt immer hinten und er hält das Mittelfeld stabil. Und die zwei spiele ich sozusagen als zwei Sechser. Und vorne als ZOM verwende ich Thiago. Und was auch noch gut bei Thiago ist, bei ihm ist nicht hoch-mittel, sondern mittel-mittel. Das heißt, er ist nicht zu offensiv, nicht zu defensiv. Das heißt, er ist so ein Mittelding. Und deshalb finde ich das wirklich, dass dieses Mittelfeld auch sehr, sehr ausgewogen ist. Je nachdem, was für eine Aufstellung ihr spielt. Auf jeden Fall. Und ich kann euch das hier zum Beispiel zeigen bei meinen individuellen Taktiken hier. Ich gehe jetzt hier mal auf Aufstellung und ihr seht hier, wieso hat es sich jetzt verändert? Genau, ich spiele jetzt Gueye als Sechser und mache das Ganze so, komm mal links, zack. Und das ist eben so, wenn ihr zum Beispiel mit so einer Aufstellung spielt, dann müsst ihr darauf achten, dass eure zwei Sechser Arbeitsrate hoch als Verteidigung haben, weil wirklich das Mittelfeld ist eines der wichtigsten Dinge in FIFA, wenn ihr besser werden wollt. Es geht ja darum, besser zu werden in FIFA. Und wenn ihr besser werden wollt, dann müsst ihr das wirklich beachten. Genau. Oder bei dem 4-2-3-1 ist das genauso. Hier können wir jetzt auch... Ach, deswegen hat es sich verändert. Genau. So ist die Aufstellung eigentlich. Und ja, auf jeden Fall ist das so mein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Also wirklich achtet darauf, dass ihr ein Team habt, was sich gut spielen lässt. Es bringt nichts, ein Team zu haben, was gut auf dem Papier aussieht. Natürlich könnte ich mir jetzt auch hier viel bessere Mittelfeldspieler holen, wie zum Beispiel David Silva, 89er Rating oder irgendwelche anderen Mittelfeldspieler. Aber die spielen sich halt nicht so gut wie diese zwei Sechser, weil diese zwei Sechser, zum Beispiel hier seht ihr es auch, Ausdauer 92, schon sehr, sehr gut. Vor allem als Mittelfeldspieler, finde ich, braucht man sowas. Und hier auch Ausdauer 87. Also wirklich, ihr müsst auf solche Dinge achten. Ihr müsst ein Team für euch selber finden, was sich gut spielen lässt, was sich einfach gut anfühlt. Und dazu müsst ihr einfach Spieler ausprobieren, um zu wissen, welche Spieler euch helfen und welche Spieler euch nicht helfen. Zum Beispiel jetzt eure Rechts- und Linksverteidiger sollten auch Arbeitsrate defensiv hoch haben, also bei Verteidigung hoch, damit sie hinten bleiben. Oder wenn ihr ein offensiver Spieler seid, dann solltet ihr das auf hoch haben. Ja, je nachdem, wie ihr euch wohlfühlt. Aber ich kann euch als Tipp mitgeben, wirklich achtet darauf, dass euer Team sich gut spielen lässt und nicht schlecht spielen lässt, aber dafür gut aussieht und eine 90er Rating hat. Weil wirklich, ihr habt es wahrscheinlich auch selber schon gemerkt, wenn ihr Division Rivals spielt, ihr denkt erstmal, der Gegner hat so ein krasses Team, ein gutes Team, aber trotzdem spielt ihr besser gegen ihn, weil euer Team eben vielleicht besser ist oder weil ihr einfach ein besserer Spieler seid. Und das ist eben das Ding, und das merkt man auch bei den Pro-Spielern in Foot Champions und so weiter, dass wirklich das Team den Unterschied macht.
weil viele benutzen zum Beispiel immer noch schlechte Spieler, zum Beispiel Goldspieler 82er, obwohl sie eigentlich Legenden spielen können. Und das ist eben das Problem, weil viele Legenden lassen sich halt nicht so gut spielen wie Goldspieler, und deshalb müsst ihr euch wirklich daran anpassen und darauf aufpassen, dass ihr diese Spieler verwendet, die ihr eben, mit denen ihr euch gut auskennt, mit denen die sich wohlfühlen. Und ja, auf jeden Fall war es das mit meinem Tipp heute zu Ultimate Team, wie ihr euer Team am besten aufbaut. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da. Das war's. Haut rein. Bis dann. Ciao.